Ich hatte letzte Woche wieder Anna zu Gast. Anna war super motiviert, hatte eine ganz große Vorstellung, eine Vision, einen Traum, den sie umsetzen wollte. Dann ging sie nach Hause nach unserem Gespräch, kam zum nächsten Termin wieder und da war sie gar nicht mehr motiviert. Eher war ihre Motivation ganz weit unten und leicht zweifelnd sagte sie: Herr Schäfer, also ich weiß nicht mehr, ob ich wirklich das machen sollte, ob es die richtige Zeit ist, ob ich das kann und so weiter. Wenn du solche Menschen auch kennst, Zeitdiebe, Energievampire, Traumtöter, Visionsabtreiber, dann bist du heute richtig hier bei einer kleinen Einführung, wie du damit umgehst. Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu ermutigen und auszurüsten. Und gerade die Ermutigung ist am Anfang ganz wichtig, wenn deine große Vision von deinem Leben, ein riesiger Mammutbaum, am Anfang vielleicht nur ein kleiner Samenkorn ist, den du in den Boden drückst. Und wenn du dann mit anderen Menschen drüber sprichst, dann ist es, solange das hier, das Pflänzchen noch ganz kleines, nicht zu sehen ist, da sagen viele Menschen, ob das was wird? Ist das der richtige Zeitpunkt? Ist das nicht zu gefährlich? Glaubst du, dass du das schaffst? Du bist doch ein Mann, du bist eine Frau, du bist ein Ossi, du bist ein Wessi, du bist ein Ausländer, du bist ein Deutscher, bist du groß, du bist zu klein, du bist ein dick oder zu dünn. Das sind die Dinge häufig, die dann andere Menschen sagen. Und hier die erste Empfehlung, dass du, wenn du einen Traum hast, eine Idee hast, dass du am Anfang lernst, diese zu beschützen, dass du diese einzäunst, dass du da Stacheldraht drumherum machst, dass du dann Sandsäcke drumherum legst, dass du dann hier rhetorische Verteidigungsstrategien hast und dass du einfach einen Minengürtel darum legst, dass an deine Idee, deiner Vision keiner ran kann. Wieso macht das Sinn? Nun, überleg einfach mal, wenn du sagst, du möchtest eine richtig schicke, leckere Torte backen, zu wem gehst du dann? Gehst du dann zum Kfz-Meister? Zum Bestatter? Wahrscheinlich nicht. Du gehst dann zum Bäcker. Und wenn du ein Haus bauen willst, dann gehst du nicht zum Bäcker, du gehst nicht zum Versicherungsmakler, sondern du gehst zum Architekten, du gehst zu jemandem, der vom Bauhandwerk etwas versteht. Nun, was machst du häufig mit deiner Vision? Zu wem gehst du hin? Gehst du zu den Menschen, die schon Visionen verwirklicht haben? Die verstehen, was du meinst, die da schon sind, wo du hin willst? Oder sprichst du mit deinen Freunden, Bekannten und mit deiner Familie? In der Regel sind dort wenig Menschen, die dieses Konzept verstehen und die Methoden kennen und selbst durchlebt haben. Also erster wichtiger Schritt heißt Schutz. Lerne, deine Ideen zu schützen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass du nur mit den Menschen darüber sprichst, die selbst gezeigt haben, dass sie echte Vorbilder sind, die den Weg gegangen sind, die Lehrer, die Meister sind und das Handwerk verstehen. Nun, wenn du jetzt dein Umfeld danach überprüfst, wirst du feststellen, das sind relativ wenig Leute. Und mit diesen wenigen Leuten kannst du sprechen und ich lade dich ein, noch mehr diese Leute zu suchen. Wie kannst du das machen? Da gebe ich dir ein kleines Tool. Du kannst dir ein DIN A4 Blatt nehmen, das querlegen und dann zunächst mal alle Menschen, die du kennst, hier in die mittlere Spalte dort einzutragen. Alle Menschen, die du kennst, die regelmäßig dich treffen, die auf dich einwirken, wo du noch nicht genau weißt. Ist es ein Zeitdieb? Ist es ein Energievampir? Ist es ein Traumtöter, Energie oder ein Visionsabtreiber? Oder ist es jemand, der dich fördert, ermutigt und stützt? Und das ist auch die Bedeutung dieser anderen Spalten. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die dann zu den Obrigen hier gehören, die also eher Zweifelspritzen setzen. Und es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die dich ermutigen. Und du ahnst es schon, was dein nächster Schritt ist. Jede Person, die hier draufsteht, wird von dir innerhalb der nächsten 90 Tage bewertet, eingeordnet. Bist du deshalb ein böser Mensch oder machst du etwas Schlimmes? Nun, wer entscheidet sich dann in deinem Umfeld, ob er zu diesen Menschen gehört, die dir Energie saugen, oder zu diesen Menschen gehört, der an dich glaubt, der dich fördert? Und du weißt es, genau wie ich, wenn also Hugo sagt, dass er dich fördert, dann hat Hugo das entschieden. Wenn aber Martha sagt, sie müsse dir regelmäßig die Energie wegsaugen, dann entscheidet das Martha. Und um ein bisschen zu verdeutlichen, darf ich dich auf eine kleine Geschichte einladen, die dir morgen passiert. Es klingelt morgen an deiner Tür. Du guckst durch den Spion und siehst deinen Nachbarn. Und du denkst, was der Nachbar will, öffnest freundlich die Tür und der Nachbar geht wortlos an dir vorbei und zieht zwei Müllsäcke voll mit Müll hinter sich her,
geht direkt in dein Wohnzimmer, dreht den ersten Müllsack um und schüttet den aus auf deinen schönen weißen Flocati, nimmt den zweiten Müllsack und schüttet den aus auf deinen weißen Flocati, packt die Müllsäcke zusammen, verlässt wortlos dein Wohnzimmer. Frage ist, wie geht's dir? Was denkst du jetzt, wenn du diesen Müllhaufen mitten in deinem Wohnzimmer siehst? Du denkst, der spinnt doch, hat der eine Macke? Auf jeden Fall ist er weg, du kriegst ihn nicht mehr, räumst den Müll zusammen, hast eine Stunde Arbeit, der Teppich kommt in die Reinigung und du denkst, was für ein Typ. Gehst schlafen, nächsten Morgen wachst du auf, es klingelt an der Tür, du gehst zur Tür, guckst wieder durch den Spion und wer steht da? Dein Nachbar mit zwei Müllsäcken. Was wirst du tun? Wirst du öffnen, ihn wieder in dein Wohnzimmer lassen? Und du ahnst, wofür diese Metapher steht. Das sind nämlich die Menschen, die hier auf der linken Seite stehen, die nichts anderes zu tun haben, als deine Energie zu rauben, dir Zweifelspritzen zu setzen, dir Zeit zu rauben und deine Träume, deine Visionen abzutragen. Ich will das noch ein bisschen steigern, wieso das so wichtig ist. Denn wenn du auf einem Stuhl sitzt und links und rechts an jeder Hand hält ein Mensch fest, rechts 5, links 5. Und diese Menschen halten sich nur an deinen Fingern fest und du willst aufstehen. Du willst deine Situation verlassen, du willst deinen großen Traum verwirklichen. Weißt du, was passiert, wenn diese 5 Menschen links und rechts sich einfach nur an dir festhalten? Glaubst du, dass du aufstehen wirst, deinen Standort verlassen? Nein, das müssen keine bösen Menschen sein. Die halten einfach nur fest an alten Überzeugungen, alten Beziehungen, alten Glaubenssätzen und du kommst keinen Fleck voran. Damit du aufstehen musst, heißt es auch, Menschen loszulassen. Heißt es, neue Kontakte aufzubauen von Menschen, die dich fördern. Abschließend möchte ich meine Lieblingsgeschichte. Und zwar, die meisten Menschen wachen irgendwann auf, stehen bis zum Hals in einer Schlammgrube und haben die Hoffnung, vielleicht dieses Loch, diese Schlammgrube zu verlassen. Aber man steht mit vielen anderen eng zusammen. Bei mir war es damals in der Behörde, saß ich erst im Panzer, bei der Bundeswehr, später im Streifenwagen. Man sitzt so zusammen den ganzen Tag und denkt, Mensch, könnte ich vielleicht da rauskommen? Ist das mein gesamtes Leben? Wie geht's weiter? Und wenn du jetzt auch in so einer Schlammgrube noch stehst und sagst, ich will raus, meine Vision, mein Traum hier verwirklichen und du verlässt diese Schlammgrube, du machst etwas anderes, du kündigst, machst dich selbstständig, gehst in eine ganz andere Richtung, bildest dich weiter, suchst neue Netzwerke, dann wirst du an dieser Schlammgrube, wo du bisher gestanden hast, hier, wo die Menschen noch drumherum stehen und du gehst dort raus, dann wird hier eine Lücke frei. Die Menschen drumherum friert in deinem bisherigen Netzwerk. Und die fangen an, dir einzuflüstern, Mensch, Anna, überleg doch mal, dein sicherer Job, den du hier verlässt und da draußen ist alles riskant und risikoreich und gefährlich und du wirst pleite gehen, unter der Brücke schlafen. Die Menschen um dich herum haben meistens kein großes Interesse, dass du deinen Standort verlässt, weil du sie verlässt. Entscheide nun selbst, möchtest du deinen Traum verwirklichen oder möchtest du weiter klein in der Routine, im Schlammloch vielleicht sitzen und von Menschen klein gehalten werden, die einfach nicht wollen, dass du sie verlässt. Achte bitte darauf, dass du natürlich jetzt nicht deine Kinder und deine Familie zurücklässt, das ist wichtig, aber achte auch darauf, dass du neue Menschen dazugewinnst, mit denen du gemeinsam Visionen aufbauen und errichten kannst, deine Ziele erreichst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.